TES steht für Technical Engineering Services, ist mit 1200 Mitarbeitern der größte Bereich innerhalb von Computer Center. Der TES-Bereich stellt sicher, dass wir die richtigen Mitarbeiter mit der richtigen Qualifikation zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Anzahl für all die Aufgaben zur Verfügung haben, die uns unsere Kunden übergeben. Die Kundenanforderungen sind sehr breit gestreut. Wir stellen Expert-Leasing-Kollegen, die spezialisiert sind in bestimmten Themenbereichen oder aber auch für Betriebssituationen sehr breit gestreutes Wissen. Das ist eine riesen Herausforderung bei dem schnellen technologischen Wandel, den wir haben, unsere Mitarbeiter hier auch entsprechend technisch immer fit zu halten. Die TES ist ein Bereich, der sehr, sehr viel für seine Mitarbeiter tut und auch tun muss, weil ständig neue Anforderungen am Markt bestehen. Trotzdem bin ich stolz, sagen zu können, dass ich davon absolut überzeugt bin, dass unsere Mitarbeiter die bestqualifiziertesten am Markt sind. Und das ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, den wir hier auch genießen. Damit das auch so bleibt, ist es natürlich wichtig, dass wir in unsere Mitarbeiter und ihr Wissen, Know-how und ihre Skills investieren. Wir leiden auch an dem Fachkräftemangel. Es fällt uns sehr schwer, die richtigen Kollegen für die richtigen Standorte zu finden. Die Mitarbeiter, die wir heute nicht ausbilden, werden wir morgen nicht haben. Das heißt, Fachkräftemangel heißt für uns automatisch Investition in Ausbildung unserer eigenen Mitarbeiter. Das tun wir. Weiterbildung geht uns alle an. Und deswegen ist es wichtig, dass sich Mitarbeiter und Führungskraft kontinuierlich über geeignete Weiterbildungsmaßnahmen verständigen. Eine Möglichkeit dabei kann die jährlich durchgeführte TES-Akademie sein. Die TES-Akademie ist ein sehr kompaktes Ausbildungsprogramm der Computer Center. Dort werden Kollegen innerhalb von 3 Monaten von 0 auf 100 ausgebildet, sowohl theoretisch im Klassenraum als auch praxisnah in unseren Labs, in Selbstlerneinheiten, aber auch zum Teil beim Kunden schon. In 12 Wochen bilden wir unsere Kollegen in Data Center, Networking, Security und Workplace auf den Produkten der Standardhersteller aus. Das Besondere daran ist, dass dieses Programm wirklich auf der einen Seite für unsere Mitarbeiter, die schon an Bord sind, verfügbar ist und besucht werden kann. Es ist aber auch ein Programm, wo wir uns gezielt an Mitarbeiter wenden, die noch nicht bei uns im Haus sind, an Absolventen, an Techniker, die bereits eine Ausbildung vorab gemacht haben oder vielleicht auch an Studienabbrecher, Kollegen, die wir von draußen reinholen. Als Teilnehmer der TES-Akademie sollte man auf jeden Fall sehr wissbegierig sein, sich der Herausforderung stellen, binnen kürzester Zeit unheimlich viel Stoff sich aneignen zu müssen, sowohl theoretisch aus dem Buch als auch praktisch direkt an den Maschinen. Und man sollte vor allem auch Durchhaltevermögen haben, die 3 Monate auch viel Zeit investieren zu wollen. Voraussetzung ist Lernbereitschaft und der Fokus auf ein bestimmtes Ziel. Also locker durchgegangen sicherlich nicht. Die 3 Monate TES-Akademie sind sehr anstrengend, weil man halt persönlichen Einsatz zeigen muss und das Ganze auch hundertprozentig wollen muss. Ansonsten ist es halt nicht zu schaffen. Mit dieser Druckbetankung muss man auch erstmal fertig werden. Es war so, dass man nach einer Woche Schulung meistens direkt nur ein Wochenende Zeit hatte, um dann letztendlich die Prüfung zu absolvieren. Und wenn man zum Beispiel auf Schulung ist, lernt man auch mit den Kollegen bis in die Nacht rein, um den ganzen Stoff zu verstehen. Eine Fachdiskussion beginnt schon vor dem Frühstück. Da wird man zum Beispiel gefragt, kann ich die Switch-Version direkt updaten oder ist da noch ein Zwischenschritt erforderlich? Die TES-Akademie ist nicht so akademisch, wie der Name es vermuten lässt. Es ist eine On-Block-Ausbildung. Die Ausbildung ist absolut praxisbezogen. Das heißt, man bekommt auch in den 3 Monaten immer wieder Phasen, wo man das erlernte theoretische Wissen praktisch austesten kann und verfestigen kann. Die 3 Monate waren eine klasse Zeit. Ich habe super Kollegen kennengelernt, eine Menge Inhalte beigebracht bekommen und natürlich auch eine Reihe von Zertifikaten gemacht. Das Beste an der TES-Akademie ist, wenn man die entsprechenden Zertifizierungen, die man erreichen wollte, halt auch alle abschließt und die ganzen Prüfungen im Prinzip besteht. Direkt nach der TES-Akademie hatte ich meine ersten Einsätze in Begleitung eines Consultants.
dadurch dann gleichzeitig die Möglichkeit bekommen, in großen Projekten Praxisluft zu schnuppern. Nach der TES-Akademie habe ich erstmal einige kleine Projekte gemacht, um das erlernte Wissen zu vertiefen, und habe dann eine Hospitanz gemacht in einem Betriebsteam von Computer Center, was für ein großes Internetunternehmen tätig ist, und konnte da halt eben die erlernten Netzwerkkenntnisse halt auch gleich anwenden und auch erweitern. Jetzt bin ich als Data Center Systemingenieur bei einem großen Mobilfunkanbieter in Düsseldorf eingesetzt. Meine Themen sind da Virtualisierung mit VMware und natürlich die Storage-Administration. Dadurch, dass Computer Center in der ganzen Republik irgendwo präsent ist, hat man auch die Kollegen aus anderen Geschäftsstellen kennengelernt. Und das ist auch heute noch wichtig, halt auch für das Netzwerk, ne, was man sich halt auch aufgebaut hat. Der Testbereich ist, dadurch, dass es sehr groß ist, ist es eine große Community, in der man gut sein Wissen austauschen kann und auch bei Fragen oder Problemen oder so jederzeit Personen anrufen kann, die man so persönlich noch nicht kennt. Aber durch die ganze Dudes-Kultur ist da auch nicht so eine große Distanz zueinander. Ja, jetzt im Berufsalltag gibt es natürlich neue Herausforderungen, und da ist es natürlich extrem wichtig, ne, dass man sich mit den Kollegen austauscht, ne, und halt gegenseitig auch unterstützt. Also wohlfühlen tue ich mich bei Computer Center auf jeden Fall, weil die Leute vom ersten Tag an, seit ich vor knapp 2 Jahren angefangen habe, alle super nett sind und freundlich und immer hilfsbereit sind. Ja, nach der TES-Akademie ist man natürlich noch nicht ganz fertig. Die TES-Akademie ist nur ein Einstieg. Nach der TES-Akademie geht es richtig los mit weiteren Zertifizierungen, Weiterqualifizierung, weiterer Spezialisierung vielleicht auch oder einer Verbreiterung des Wissens. Ja, und dann stellt sich die Frage, gehe ich in eine Fachlaufbahn und spezialisiere mich dort weiter, oder möchte ich vielleicht doch lieber mich Richtung Führungslaufbahn hin entwickeln? Im Prinzip stehen alle Wege offen nach der TES-Akademie. Mit der TES-Akademie wird die Grundlage gelegt für die weitere Entwicklung. Darauf aufbauend kann man Spezialisierung machen in die einzelnen Fachrichtungen und kann sich weiterentwickeln bis in den Consulting-Service-Bereich. Die TES-Akademie ist bei Computer Center nur eine von vielen Möglichkeiten, sich im Servicebereich weiter zu qualifizieren. Weitergehen soll es auf jeden Fall, also natürlich auch im Bereich Netzwerk, aber auch jetzt speziell für mich im Bereich Security, weil mir das Ganze sehr viel Spaß macht und das sozusagen noch als zweites Standbein neben dem Netzwerkbereich dient. Ja, jetzt im Alltag lernt man natürlich immer weiter und bildet sich immer weiter vor. Computer Center ist an der langfristigen Zusammenarbeit mit den Kollegen interessiert, da wir stets weiter ausbilden und die Kollegen fördern für neue Aufgaben innerhalb des Unternehmens. Auch für TES gilt, eine Investition in Wissen ist eine gute Investition in die Zukunft. Das, was Computer Center ausmacht, ist in den Köpfen unserer gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeiter.